bin Barbara, auf der Plattform als Support44 unterwegs und arbeite seit 2013 bei Gute Frage, davon seit 2015 im Community Management. Schönen guten Tag, ich bin der Howard, bin Mitte 30. Viele von euch werden mich sicher schon mal gelesen haben. Ich freue mich heute, hier in dieser wunderschönen Kulisse eure Fragen beantworten zu können. Seit 6,5 Jahren bin ich dabei für Gute Frage. Ja, ich freue mich sehr, heute für euch da zu sein. Hi, ich bin der Mike von Gute Frage, bin jetzt in meinem vierten Jahr bei Gute Frage. Ich betreue auf der Plattform die Community-Experten. Also wer schon mal mit dem Gute Frage Scout geschrieben hat, hat dann auch meistens mit mir kommuniziert. Und ich führe mit meiner Kollegin Vivian die Blickwechselaktion durch. Und ich freue mich sehr auf eure Fragen. Hallo, ich bin Eloni. Man findet mich auch unter der Supportnummer 65. Und ich hatte vor kurzem mein einjähriges auf Gute Frage. Ich bin unter anderem verantwortlich für die Betreuung der User-Moderation und für unsere Social-Media-Kanäle. Hallo, ich bin die Vivian. Ich bin auch auf der Plattform als Support66 bekannt und ich bin jetzt mittlerweile schon 9 Monate im Gute-Frage-Community-Management-Team tätig. Ich betreue gemeinsam mit meinem Kollegen Mike unsere Blickwechsel- und Team-Special-Aktionen. Darüber hinaus betreue ich unsere Social-Media-Kanäle und ich bin für alles zuständig, was mit Film und Schnitt zu tun hat. Ein anonymer Nutzer fragt: Warum haben die Manager alle recht niedrige Level? Sind das nur die Support-Profile oder gibt es keine erfahrenen Mitglieder im Team? Ja, doch. Also so viel schon mal vorweg. Doch, die gibt's. mit unseren Admin-Accounts ist es so, nutzen wir eigentlich in erster Linie dazu, Moderationsfunktionen auf der Plattform zu nutzen. Also als Admin hat man einfach, man kann andere Dinge tun als der normale Nutzer. Man kann, damit man die Plattform einfach überwachen kann und gewisse Nutzer überwachen kann und coole Moderationsfunktionen nutzen kann. Gleichzeitig wollen wir natürlich mit unseren Support-Profilen nicht komplett gesichtslos dastehen. Deswegen pflegen wir die natürlich auch. Wir laden Profilbilder und Banner hoch, wir pflegen unsere Interessenthemen und versuchen eben auch, wenn es die Zeit zulässt, Fragen zu beantworten, die uns selber interessieren. Allerdings ist das eben nicht unsere Hauptaufgabe. Das heißt, wenn wir Fragen beantworten oder wenn wir in anderer Form auf der Hauptplattform mit Nutzern interagieren oder mit Beiträgen interagieren, zählt das nicht zu unseren Hauptaufgaben. Also das machen wir freiwillig, weil wir einfach Spaß dran haben. Und das ist auch der Grund, warum unsere Admin-Profile jetzt nicht gerade Level 99 haben, sondern vielleicht eher irgendwas zwischen 12 und 20. Genau, das ist das ganze Geheimnis. Wir arbeiten uns stetig hoch im Level, aber es braucht einfach viel mehr Zeit als bei einem normalen Nutzer, der 2-3 Stunden am Tag bei uns auf der Plattform ist und Fragen beantwortet. Dann wurde die Frage gestellt, wie viele Personen momentan bei Gute Frage arbeiten. Wir sind aktuell 49, haben aber mehrere Stellen ausgeschrieben, sodass wir bald deutlich über der 50 sein werden. Und die verteilen sich natürlich über die verschiedensten Abteilungen. Halt einmal Community Management, in dem ich arbeite, unsere Moderatoren, die nicht in München sitzen, sondern extern arbeiten. Und dann haben wir natürlich noch IT dabei, Produkt, Design, Sales, Finance und ja, natürlich auch Leute, die sich bei uns ums Office kümmern, unsere Geschäftsführung und ja, insgesamt knapp 50 Leute und bald sind wir über 50. Dann starten wir mit der ersten Frage an Mike. KoalaBär5432 fragt: Wer entscheidet, wer ein Community-Experte wird? Gute Frage. Das entscheidet in erster Linie die Community, also ihr, über die Vergabe eurer hilfreichsten Antworten. Wenn ein Nutzer also in einem bestimmten Thema die notwendige HA-Grenze erreicht hat, je nach Themengröße sind es entweder 50, 25 oder 15 hilfreichste Antworten, wird er von unserem System automatisch für den Expertentitel nominiert und wir, beziehungsweise aktuell vor allem ich, prüft dann die Expertennominierung. Kann ich aber dazu sagen, dass wir diese Nominierung generell nicht inhaltlich prüfen, weil wir auch beispielsweise zu so Themen wie Astrophysik oder Relativitätstheorie Community-Experten auf der Plattform haben und da sind wir im Community-Management nicht zwangsläufig prädestiniert, da die inhaltliche Qualität checken zu können. Heißt, da verlassen wir uns auf euch als die Schwarmintelligenz, was aber auch ziemlich gut funktioniert, weil die hilfreichste Antwortgrenze für die Nominierung zum Expertentitel halt relativ hoch gesetzt ist. Heißt, wenn ein Nutzer die erreicht, dann
kann der in der Regel auch was. Und wir prüfen dann eben formal, ob da alles mit rechten Dingen zugegangen ist, ob der Nutzer sich an die Richtlinien hält, an die Etikette hält, ob er auch in anderen Nicht-Experten-Themen gute Antworten schreibt, ob die Antworten gut ausformuliert sind. Und wenn das alles passt, dann vergeben wir den Titel. Eine Frage von AnnieGirl80. Welche Arbeitszeiten habt ihr? Macht ihr Homeoffice außerhalb von Corona? Und wie oft seht ihr euch in echt, also nicht online? Genau, die Frage fand ich ganz cool. Unsere Arbeitszeiten. Also ich würde sagen, wir starten unseren Tag zwischen 8 bis 9 und enden ihn so zwischen 17 und 18 Uhr. Außerhalb von Corona machen wir kein Homeoffice. Gerade lässt es die Situation nicht anders zu. Und sehen uns aber dennoch jeden Tag virtuell natürlich. Wir haben zum Beispiel morgens immer unseren Stand-up-Call, in dem erzählen wir uns, was wir für Termine im Laufe des Tages haben, welche Aufgaben heute für uns anstehen. Und genau, im Laufe des Tages sieht man sich auch immer mal wieder. Und das ist sehr schön, sich dann immer zu sehen. Noch besser wäre es natürlich, sich häufiger live zu sehen. Wir machen das auch hin und wieder, also wir bilden dann so Zweiergrüppchen und treffen uns dann im Büro. Das ist auch immer sehr cool. Der Nutzer Moritz5800 fragt, ist das Community Management von Gute Frage auch für die Community von anderen Seiten, wie zum Beispiel Sportlerfrage, Finanzfrage etc. zuständig oder gibt es dafür einen getrennten Bereich? Nein, dafür gibt es keinen getrennten Bereich. Sprich, ja, das Community Management von Gute Frage ist ebenso für die Verticals bzw. die Schwesterplattformen zuständig. Hier muss man allerdings sagen, dass die User-Moderatoren auch für die Verticals zuständig sind und hier sperren und moderieren. Die nächste Frage kommt von Nutzer Verwirrtes und lautet: Antwortet ihr auf normale Fragen, die zu Themen wie Computer oder Ähnlichem gestellt werden, auch oder beschäftigt ihr euch nur mit Fragen zu GF direkt? Und wenn ihr euch mit beiden beschäftigt, welche Art von Fragen beantwortet ihr im Durchschnitt mehr? Also grundsätzlich muss man dann unterscheiden zwischen der Hauptplattform und dem Forum. Und bei uns auf der Hauptplattform, also im Frage-Antwort-Bereich, ist es ja so, dass man grundsätzlich sowieso keine Plattformfragen, also Fragen zu Gute Frage stellen darf, laut unserer Richtlinien. Solche Nutzer werden dann eben immer ans Forum verwiesen, also ein gesonderter Bereich, wo eben auch Fragen zur Plattform gestellt werden dürfen. Wenn eine solche Frage dort landet, beantworten wir sie natürlich schon. Es sei denn, es handelt sich dabei um Fragen zu konkreten Moderationsentscheidungen oder dergleichen. Was allerdings viel häufiger vorkommt, ist, dass nicht wir antworten vom CM, sondern dass zum Beispiel ein User-Mod oder ein Junior oder ein Light die Frage findet und beantwortet. Denn die treiben sich deutlich häufiger im Forum rum als wir und können dann eben auch entsprechend schneller auf solche Fragen reagieren. Natürlich ist es allerdings so, dass man im Arbeitsalltag auch auf der Plattform selber mal über, wie hat sich es formuliert, normale Fragen stolpert. Und bei manchen juckt es einen einfach wirklich in den Fingern, sich dann hinzusetzen und eine Antwort zu tippen, weil jeder von uns, glaube ich, so seine Themensteckenpferde hat. Und wenn man dann gerade dazu eine interessante Frage hat, uns der Arbeitsalltag einigermaßen zulässt, dann beantwortet man die auch. Also es müssen nicht nur Fragen zu Gute Frage sein, es können auch ganz normale Fragen sein. Dann wurden wir gefragt, wie viele Menschen nutzen Gute Frage täglich. Man spricht in der Internetwelt von sogenannten Unique Usern und da haben wir jeden Tag knapp 2 Millionen Menschen bei uns auf der Seite. Also 2 Millionen unterschiedliche Leute, die Gute Frage nutzen. Das sind natürlich nicht alles eingeloggte Nutzer, sondern auch viele, die über Suchmaschinen bei uns landen. Eingeloggt kann man sagen, werden täglich knapp 10.000 Fragen gestellt und 30.000 Antworten und 30.000 Kommentare, aktuell sogar ein bisschen mehr, sodass ungefähr 70.000 bis 75.000 Content-Elemente jeden Tag erstellt werden. Und die Nutzerschaft wird da wahrscheinlich um die 40.000 Nutzer liegen, die diese Elemente erstellen oder eingeloggt schauen. Und ausgeloggt, wie gesagt, ist die Zahl mit allem drumherum 2 Millionen pro Tag. Der Nutzer, ein Alexander, fragt: Wieso werden auf Gute Frage auch User, deren Geschlecht bekannt ist, ausschließlich mit der männlichen Anrede angesprochen? Beispielsweise steht im Benachrichtigungstext: Der Fragesteller XY dankt dir anstelle von die Fragestellerin XY dankt dir. Der Nutzer, ein Alexander, meint, programmiertechnisch wäre es ein leichtes zu differenzieren, zumindest wenn man im Profil das Geschlecht angegeben hat.
Ja, also aktuell verwenden wir da in dem Benachrichtigungstext das generische Maskulinum, das die deutsche Sprache ja ermöglicht und mit dem geschlechtsneutral sowohl Männer als auch Frauen und weitere Geschlechter inkludiert sind. Kann man langfristig bestimmt überlegen, ob man das irgendwann ändert und das einprogrammiert. Ist aktuell allerdings, glaube ich, so wie wir es machen, noch sinnvoll, weil nicht sehr viele Nutzer prozentual ihr Geschlecht im Profil angegeben haben. Und heißt, man hätte aktuell ansonsten halt ganz häufig der / die Fragesteller / Fragestellerin, weil dann eben nicht klar ist, ob es jetzt Mann oder Frau ist. Und das wäre gerade für so ein Benachrichtigungscenter, das ja recht komprimiert sein soll, ein bisschen sperrig. Deswegen aktuell verwenden wir da eben dieses generische Maskulinum. Eine Frage zur User-Moderation. Was sind die genauen Qualifikationen, um Junior-User-Mod zu werden? Also zunächst ist uns wichtig, dass der Nutzer mindestens 6 Monate auf Gute Frage aktiv ist. Dadurch können wir sicher gehen, dass der Nutzer mit unseren Richtlinien vertraut ist, aber auch mit der Plattform, mit dem Forum, mit den Funktionen und auch mit der Community. Das nächste wäre einfach, dass das Profil insgesamt einen guten Eindruck macht, dass viele hilfreiche Beiträge geschrieben wurden, dass der Nutzer zum Beispiel auch beliebt ist, weil er gerne anderen weiterhilft, ob es jetzt technische Probleme sind oder eben dadurch, dass er in seinen Themen unterwegs ist. Und eine weitere Sache wäre, was ideal wäre und super, wenn der Nutzer bereits Beiträge meldet, also sich näher mit den Richtlinien beschäftigt hat und auch die Moderation bereits unterstützt. Das finden wir immer sehr gut. Und ja, wenn da alles passt, dann würde ich den Probemonat anbieten. Den macht jeder Junior-Mod, bevor er eben den Titel bekommt. Man muss für 30 Tage eine bestimmte Anzahl an Beiträgen melden. Und ja, wenn das gut gemacht wird, dann hat man sehr gute Chancen, Junior-Mod zu werden. Der Nutzer Mr. Dog fragt, wer hat sich damals die Namen für die Erfolge auf dem Profil ausgedacht? Lachender Smiley. Sind auf jeden Fall kreativ. Weihnachtender Smiley, schreibt er. Das ist eine interessante Frage. Und zwar wurde damals eine Agentur beauftragt, die Badges bzw. die Erfolge zu texten. Allerdings war Gute Frage mit dem Endergebnis nicht ganz zufrieden, also wurde kurzerhand umdisponiert. Schließlich hat sich dann eine Gruppe aus IT-Mitarbeitern und CM-Mitarbeitern dazu entschlossen, die Erfolge bzw. die Badges selbst zu kreieren. Und ja, unter anderem war auch Haut mit am Start. Dank ihm haben wir das Dankbar-Badget auf unserer Plattform. Ob man darauf stolz sein kann, weiß er aber auch nicht so recht. Theaterfan 1997 möchte von uns wissen, was sagt ihr zum Thema Altersverifikation? Schwieriges Thema, behandeln wir tatsächlich auch intern ziemlich oft. Gern klar, wir haben nicht nur Inhalte, von denen wir behaupten können, die wären uneingeschränkt für jede Altersklasse geeignet. Gleichzeitig finden wir aber auch, dass alle derzeit gängigen Mechanismen zur Online-Altersverifikation nicht wirklich geeignet sind, um da auf Nummer sicher zu gehen. Bestes Beispiel WhatsApp. WhatsApp ist seit einiger Zeit ab 16 Jahren freigegeben. Wie wird das Ganze überprüft? Indem man einmal auf eine Bestätigung klickt, ja, ich bin 16 Jahre alt und das war's. Das ist einfach für niemanden eine wirklich große Hürde. Bei uns ist es so, dass jeder sich ein Profil registrieren kann, wenn er voll geschäftsfähig ist. Das steht so in unserem AGB. Mit 18 Jahren ist man in Deutschland voll geschäftsfähig. Jeder Nutzer, der minderjährig ist, braucht im Prinzip die Einverständniserklärung seiner Erziehungsberechtigten, um Gute Frage nutzen zu können. Jetzt könnte man argumentieren, ja, aber ihr überprüft das ja nicht. Stimmt, weil, wie gesagt, wir halten die aktuellen Mechanismen einfach wirklich für absolut unzureichend. Klar könnte man diesen Schritt implementieren, aber wem würde es unterm Strich was bringen? Insbesondere nicht den Jugendlichen, die sich dann trotzdem bei uns auf der Plattform rumtreiben würden, denke ich. Gleichzeitig ist es uns auch wichtig, dass gerade diese Nutzergruppe, ich nenne sie mal die Pubertierenden im Alter von 12 bis vielleicht 16, bei uns auf der Plattform sein darf und da ihre Fragen, von denen sie ja bekanntermaßen eher viele haben, auch loswerden dürfen, dass sie bei uns Gleichgesinnte finden, mit denen sie über ihre Probleme sprechen können, dass sie jemanden finden, der ihnen Hilfe gibt.
Und das wollen wir einfach bei uns auf der Plattform auch erhalten. So viel zum aktuellen Status. Jetzt ist es allerdings so, dass am 1. Mai das Jugendschutzgesetz reformiert wurde, beziehungsweise die Reform in Kraft getreten ist. Dadurch werden diese Spielregeln zum Thema Altersverifikation auf Online-Plattformen nochmal drastisch verschärft. Was das im Einzelnen für gute Frage bedeutet, können wir zum jetzigen Stand noch gar nicht so genau sagen. Wir wissen aktuell nur, dass wir nachbessern werden, in welcher Form auch immer. Da dürft ihr gespannt sein. Wir sind selber ehrlich gesagt auch, weil das für uns eine neue Situation ist. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir da einen guten Weg finden. Dann war die Frage, ob wir glauben, dass die Sperrerei etwas mit dem Schrumpfen der Seite zu tun hat. Natürlich beantworte ich auch kritische Fragen, das steht außer Frage. Ich musste aber natürlich widersprechen, weil die Anzahl der Fragen und der Antworten ist derzeit so hoch wie seit vielen Jahren nicht mehr. Auch die Page-Impressions, unsere Aufrufe sind super stark aktuell. Gute Frage ist also in einem Wachstum. Sowohl ausgeloggt bei den Nutzern, die uns über die Suchmaschinen nutzen, als auch unsere Community wächst täglich. Wenn die Seite schrumpfen würde, liegt es in meinen Augen aber auch nicht daran, dass wir Nutzer sperren, weil jede Sperre hat auch einen vernünftigen Grund, sei es, dass jemand Spam betreibt, dass jemand extremistisches Gedankengut postet oder andere Nutzer beleidigt. Ich glaube, kritischer wäre es, wenn wir Leute nicht sperren würden, wenn wir die Moderation schleifen lassen würden und nicht agieren, weil wenn Inhalte online sind, die anderen Nutzer missfallen, weil sie sich dadurch beleidigt fühlen, diskriminiert fühlen, wäre das viel kritischer und würde eher zu einem Rückgang führen. Aber wie beschrieben, es läuft gerade aktuell richtig super und das freut mich natürlich, dass wir ein Produkt machen, was so vielen Menschen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz gefällt. Ein anonymer Nutzer fragt, wird man informiert, wenn man die Community-Expertenprüfung nicht bestanden hat? Ja, also dazu kann ich sagen, dass man, also generell, wenn man sie besteht, kriegt ja jeder eine Benachrichtigung, und zwar eine Privatnachricht, meistens von mir, die auch also händisch geschrieben ist. Es ist also keine automatische Benachrichtigung. Wenn man sie nicht besteht, ist es in den allermeisten Fällen auch so. Heißt, dann gibt es eine Benachrichtigung bzw. eine PN, in der wir schreiben, was man tun kann, damit man den Expertentitel zu einem späteren Zeitpunkt bekommt, wie man sich noch verbessern kann. In Ausnahmefällen gibt es manchmal keine PN, wenn also klar ist, dass kein Weg zum Titel führt, beispielsweise wenn ein Nutzer in den letzten 2 Monaten schon 3-mal gelb gesperrt wurde, dann kann es sein, dass die PN, also die Privatnachricht, auch mal ausbleibt, aber in der Regel gibt es auch bei abgelehnten Nominierungen eine Privatnachricht, ja. Ja, eine weitere Frage zur User-Moderation. Kann man auch eurer Meinung nach auch noch User-Mod werden, wenn man schon gelbe Karten hat, oder lehnt man diese grundsätzlich ab? Menschen können sich ja ändern. Ja, ich fand die Frage ganz, ganz cool. Ich kann sie aber tatsächlich nicht verallgemeinernd beantworten. Also man kann es aber nicht pauschal sagen. Es kommt auf den Fall an. Also es kommt einmal darauf an, wie lange ist die Sperre her und wegen was wurde man gesperrt. Also jetzt als Beispiel, wenn die Sperre jetzt schon länger her ist und ich würde mal sagen, es war jetzt eine blöde Jugendsünde, und man ist seitdem überhaupt nicht mehr auffällig geworden in dieser Sache und macht sich super gut, dann sehe ich da auch keinen Grund, weswegen man den Titel nicht anbieten könnte. Ich würde aber dennoch darüber sprechen kurz, und wenn da ja, wenn man sich da auch einig wird, dann sehe ich da auch wirklich kein Problem drin. Ein anderes Beispiel jetzt, wenn die Sperre 3 Tage her wäre und der Bewerber würde sich bei mir melden, dann würde ich das wahrscheinlich nicht ganz so ernst nehmen und würde wahrscheinlich sagen, dass er sich gerne zu einem späteren Zeitpunkt nochmal bewerben kann, weil ich das in dem Moment vielleicht nicht ganz so ernst nehmen würde, oder ich müsste einfach auch sehen, wie sich der Nutzer weiterhin macht, und dann kann man da besser entscheiden, ob das das Richtige ist. Ein anonymer Nutzer fragt, gibt es ein Comeback vom Pink Mode? Das Ganze war ja ursprünglich eigentlich nur als Spaß gedacht. Wir haben nicht mit so viel positiver Resonanz gerechnet, aber scheinbar hat es euch, der Community, ja ganz gut gefallen. Und Pink bzw. Rosa soll ja aggressionshemmend und beruhigend wirken. Und ja, man weiß es nicht. Wer weiß, vielleicht in ferner Zukunft kommt ein Revival des Pink Modes. Versprechen können wir allerdings nichts.
lasst euch einfach überraschen. Und ja, vielleicht in Zukunft zu einem besonderen Event, wer weiß, dann vielleicht wieder. Eine meiner Lieblingsfragen, weil die sich an uns alle aus dem CM richtet und ich bin schon total gespannt, was die anderen dazu zu sagen haben. Was ist das? Krasseste, interessanteste, schockierendste, spannendste, gefährlichste, traurigste, was euch bei eurer Arbeit bei Gute Frage je passiert ist? Da gibt es eine Menge. Ich habe mich entschieden, nochmal das Nutzertreffen von 2019 in Köln Revue passieren zu lassen. Denn kurz bevor es losgehen sollte an dem Tag, stand plötzlich das SEK in der Tür. Hintergrund des Ganzen war, dass wir im Vorfeld zu der Veranstaltung die Ankündigung eines Attentats erhalten haben. Wir haben das Ganze natürlich an die Polizei weitergegeben. Die haben es auch aufgenommen, haben entsprechend die Ermittlungen eingeleitet. Und so 3 bis 4 Wochen im Vorfeld war es einfach ruhig. Also wir dachten tatsächlich, es ist erledigt, ist alles gut für den Tag. Und plötzlich stehen halt dann wirklich 3 schwer bewaffnete SEK-Einsatzkräfte mit voller Schutzmontur im Raum und wollen die Teilnehmerliste haben, wollen Polizeischutz zur Verfügung stellen. Und ich dachte wirklich, ich wäre im falschen Film. Hatte schon kurz die Befürchtung, wir müssen dieses ganze Event jetzt einfach abblasen, was wir zum Glück nicht mussten. Aber nichtsdestotrotz, es war so ein crazy Tag, weil einfach einem so viele Gedanken in dem Moment durch den Kopf gehen von, oh Gott, hoffentlich kriegen unsere Nutzer das nicht mit und sind völlig verschreckt und wir können die nächsten Nutzertreffen komplett in den Wind blasen, zu verflixt, hätte ich mal eine Location gewählt, die weniger große Fensterfronten zur Straße hin hat. Und Punkt 3, gibt es eigentlich einen Notausgang im Keller? Also an dem Tag war wirklich alles irgendwie merkwürdig. Abschließend kann ich aber dazu sagen, es ist alles gut gegangen, wir sind alle wieder heil nach Hause gekommen. Wir genauso wie die Nutzer. Ich hoffe, das passiert in dieser Form nicht nochmal. Ja, ich beantworte die Frage auch. Ich beschränke mich da mal auf 2 Punkte, die wahrscheinlich am interessantesten sind. Was war das Traurigste, was war das Schockierendste? Das Traurigste sind natürlich, dass Nutzer von uns verstorben sind, auch Nutzer, die ich persönlich kannte, die langjährig dabei waren, die an Krankheiten verstorben sind und nicht mehr Teil der Community sind. Das ist, finde ich, auch das Tolle an uns, dass wir das auch hören, dass sich Angehörige bei uns melden, aber das sind natürlich immer emotionale, traurige Momente, wenn man von dem Tod eines langjährigen Community-Mitglieds hört. Und das Schockierendste war tatsächlich, dass ich mal mit einer Nutzerin, wenn sie es hört, sie wird wissen, wen ich meine, rumgeblödelt habe. Da ging es um das nächste Nutzertreffen und sie meinte, ach, ich hätte da wahrscheinlich auch kein Problem, so locker wie ich wäre, wenn ich da im Bikini sitzen würde. Habe ich gesagt, ja, mich stört eigentlich fast gar nichts. Und dann war ich auf diesem Nutzertreffen und sie brachte ein Bikini mit, ein Bikini-Oberteil und bat mich, es anzuziehen. Das hat natürlich für viel Freude in der Runde gesorgt. Ich sag mal so, die Kellner, ich habe das dann über mein T-Shirt gezogen, die Kellner in dem Raum waren etwas irritiert, als ich dann da mit einem Bikini-Oberteil mitten am Nachmittag stand. Aber ja, das war auf jeden Fall das, was so einprägsam bei mir am meisten dabei ist. Und ja, es war wirklich ein sehr, sehr lustiger Tag gewesen. Von daher, daran erinnere ich mich immer gerne, auch wenn es natürlich ein recht peinlicher Moment war. Also ich nehmen wir als erstes, das Spannendste war bestimmt die Durchführung der ersten Blickwechselaktion auf Gute Frage damals mit PM New York Cactus, weil gar nicht klar war, ob das ganze Konzept Blickwechsel auf Gute Frage funktioniert, weil wir noch nicht die ganzen coolen technischen Möglichkeiten hatten, dass Fragen automatisch geschlossen werden und so ein Support-Kommentar automatisch gesetzt wird. Also war überhaupt nicht klar, ob das Ganze klappt, aber dank euch hat das wirklich cool funktioniert und das war wirklich spannend, die Durchführung. Das Interessanteste ist eigentlich auch mit dem Blickwechsel verbunden, weil ich ja mit meiner Kollegin Vivian immer die Kandidaten eben suche und wir dann auch mit den Leuten telefonieren oder Videocallen und da war gerade der Blickwechsel beim Thema multiple Persönlichkeitsstörung immens spannend, da mit so einem Menschen zu reden, der halt unterschiedliche Persönlichkeiten einfach in seinem Kopf hat, die dann auch wechselten. Also es war enorm interessant und auch spannend. Und als letztes vielleicht das traurigste Erlebnis war der Tod eines Nutzers, zu dem wir alle eigentlich ein relativ enges Verhältnis hatten und den wir auch persönlich kannten.
Also dazu muss ich sagen, ich bin ja noch nicht so lange bei Gute Frage und ich schätze, dass wenn Corona nicht wäre und auch Nutzertreffen ja im realen Leben stattfinden würden, dann hätte ich bestimmt schon einige spannendere Sachen zu erzählen. Aber ich muss sagen, dass der Community Day, den wir letztes Jahr hatten, das war auf jeden Fall eine sehr spannende, spannende Erfahrung für mich. Also sowas in der Art habe ich noch nie gemacht und ich war auch super, super nervös und aufgeregt an dem Tag. Und ja, das werde ich auf jeden Fall nie vergessen. Das Spannendste und zugleich Krasseste, was mir bei Gute Frage jemals passiert ist, war definitiv unser Team-Special zum Eurovision Song Contest mit dem diesjährigen ESC-Kandidaten für Deutschland, Jendrik Siegwart. Ich durfte da im Vorfeld in einige Google Meet Calls mit Jendrik und ihn so persönlich kennenlernen. Ich habe ihn als sehr warmherzigen, offenen und positiven Menschen kennenlernen dürfen. Und er steckte auch voller Energie. Das hat sich dann auch während der Aktion gezeigt. Er hat nämlich einen Rekord aufgestellt. Er hat innerhalb von 2 Stunden 84 Fragen beantwortet. Das hatten wir bisher noch nie. Somit ist er in der Kategorie Schnelligkeit momentaner Rekordhalter. Und ja, auf jeden Fall, es war ein Erlebnis für sich, einen Musical-Darsteller und Künstler persönlich kennenlernen zu dürfen. Und da ich persönlich auch ESC-Fan bin, hat das Ganze natürlich noch besonderer für mich gemacht. Dann wurden wir gefragt, wie viel verdient ein Community Manager, wie viel verdient ein festangestellter Moderator und was verdient ein User-Mod? Das Berufsbild des Community Managers ist sehr jung. Und wenn man StepStone fragt, das ist eine Jobseite, die eigentlich immer ein Durchschnittsgehalt angibt, kommt man auf 39.100 Euro. Für das Berufsbild. Man muss aber dazu sagen, es gibt in Deutschland noch sehr wenige Community Manager, sodass das auch keine aussagekräftige Summe ist. Und bei uns ist Community Management weitaus mehr als das, was darunter gefällt wird. Wir machen auch Ticket Support, also Customer Care. Wir machen Social Media bei uns in der Abteilung. Wir sind auch für die rechtlichen Fälle zuständig, also all das, was juristisch bei uns landet. Wir machen Krisenkommunikation und PR. Sodass da die Zahlen natürlich da einspielen, dass wir ganz verschiedene Disziplinen noch mitmachen. Hab bitte Verständnis dafür, dass ich hier keine genauen Zahlen nennen kann. Aber ich hoffe, das versteht jeder hier in der Runde. Die Moderatoren sind auf Stundenbasis bei uns angestellt und haben einen konkreten Stundensatz. User-Moderatoren sind ja Nutzer, die für die Community brennen, die seit Jahren uns unterstützen und das ist rein ehrenamtlich, da gibt es also keine Bezahlung. Das Einzige, was für die User-Moderatoren stattfindet, ist, dass sie jährlich einmal nach München eingeladen werden. Da zahlen wir dann die Anreise, das Hotel, die Verpflegung. Das nutzen wir aber natürlich nicht als reines Party-Event, sondern da gibt es jedes Jahr eine Schulung, wo die neuesten Inhalte, die neuesten Moderationsrichtlinien dann gecoacht werden, wo wir sehr eng mit den User-Moderatoren im Austausch stehen. Aber ansonsten ist es eine rein ehrenamtliche Tätigkeit und ich bin auch mega stolz, dass wir so viele User-Moderatoren haben und viele Lights und Junioren, die auch uns super supporten und ja, für die probieren wir auch demnächst wieder so ein Event möglich zu machen. Ein anonymer Nutzer fragt, wie steht ihr zur Verwendung von Begriffen, die abwertend gegenüber Menschengruppen verwendet werden? Bei der transphoben Verwendung des Begriffs, unter Anführungszeichen Transe, wird sich auch bei Meldungen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wohl oft nicht weiter gestört. Inwiefern ist es für euch okay, wenn Menschengruppen als das N-Wort, unter Anführungszeichen Transen, unter Anführungszeichen Schlitzaugen, unter Anführungszeichen Reißfresser, unter Anführungszeichen Spastis, betitelt werden? Ja, also es ist natürlich nicht in Ordnung. Das haben wir auch in unseren Richtlinien klar, also ganz klar vermerkt, dass sowohl persönliche Beleidigungen als auch Beleidigungen, die sich auf irgendwie eine klar definierte Gruppe beziehen, dass sowas auf Gute Frage nicht erlaubt ist. Und da sind wir auch in der Moderation relativ streng. Es ist auch auf jeden Fall so, dass einige von den Begriffen, die du genannt hast, bei uns auch gar nicht gepostet werden können, weil wir da einen Wortfilter haben, der also beispielsweise das N-Wort auch verhindert. Nun ist es bei dem Wort Transe ein bisschen komplexer allerdings.
weil wir es hier also mit einem Wort zu tun haben, wo vielen Nutzern, die es umgangssprachlich verwenden, gar nicht bewusst ist, dass es sich um einen abwertenden Begriff handelt. Oder die beispielsweise auch Fragen stellen wie, was wäre eine bessere Bezeichnung oder was kann ich anstelle von dran so sagen. Wenn wir also hier das Wort komplett verbieten würden, dann könnten sich solche Nutzer auch nicht mehr fortbilden und nicht mehr lernen, wie man sich besser ausdrücken kann. Und dann im Weiteren hat man bei dem Begriff, also in der, ich sage jetzt mal, LGBTQ-Community tatsächlich auch so Versuche, dass sich also Leute aus dieser Community versuchen, diesen Begriff wieder anzueignen und von der pejorativen, abschätzigen Bedeutung quasi zu reinigen und sich dann selbstbestimmt positiv mit Rückbezug auf sich selbst als Transe bezeichnen. Auch das, dem würden wir entgegenwirken, wenn wir den Begriff per se verbieten würden. Deswegen halten wir es halt so, dass wir löschen, wenn ganz klar ist, dass hier jemand abgewertet werden soll, sei es eine Person oder sei es eine Gruppe. Aber wenn Nutzer eben sich weiterbilden wollen oder generelle neutral gestellte Fragen haben, dann ist der Begriff eben so, dass wir den nicht per se löschen. Eine Frage von Sabrina Knittel. Im Forum wird oft über die Moderation und das CM gemeckert. Die User schreiben, was sie nervt. Also frage ich mal umgekehrt, was nervt euch bei der Arbeit? Und traut ihr euch zu sagen, was euch bei vielen Usern nervt? Fand ich eine sehr coole Frage. Ja, was nervt mich bei der Arbeit? Kann natürlich nur für mich sprechen. Und ist natürlich jetzt auch gerade ein bisschen situationsbedingt so. Was mir nicht so viel Freude macht oder mich manchmal ein bisschen ärgert, ist, wenn die eigene WLAN-Verbindung ein bisschen streikt oder vielleicht auf die der Kollegen, wenn wir gerade in einem Videocall sind und man sieht dann nur das Standbild von einem oder man versteht nicht, was die andere Person gerade sagt und man wird selber nicht verstanden oder man wird aus dem Google Meet rausgehauen und muss sich immer wieder neu wieder einloggen. Wenn einfach gerade irgendwie was mit der Technik nicht stimmt oder einfach das WLAN irgendwie gerade ein bisschen spinnt, das ist ein bisschen ärgerlich, weil man sich dann auch mal denkt, ach, wenn man jetzt doch im Büro säße, dann könnte man einfach die Sache, die man sagen will, so in den Raum werfen quasi und miteinander viel besser sprechen, kommunizieren können. An der Situation ist natürlich gerade nichts zu ändern. Aber trotzdem für mich eine manchmal nervige Sache. Und das Stichwort Forum fand ich auch ganz gut. Es gibt auch was im Forum, was mich manchmal ein bisschen ärgert. Und das ist Kritik, die nicht konstruktiv ist. Also nicht falsch verstehen, konstruktive Kritik ist wahnsinnig wichtig für uns, um jeden Tag auch noch ein Stück besser zu werden. Manchmal, es gibt, glaube ich, in jedem Lebensbereich gibt es halt Menschen, die halt einfach gerne ein bisschen stänkern oder ein bisschen meckern einfach. Einfach nur, um zu meckern. Und ja, das kratzt vielleicht manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Mich kratzt es ein bisschen mehr. Und wenn ich das lese, dann bin ich da schon ein bisschen genervt oder es ärgert mich dann ein bisschen, vor allem, wenn wir dann irgendwie eine coole neue Sache ankündigen und man natürlich sich erhofft, dass sich einige freuen und dann liest man etwas, was einfach auch nicht konstruktiv ist. Aber ich denke, das ist in jedem Lebensbereich mal so, dass es so ist. Und da muss man auch immer professionell mit umgehen und wir gehen natürlich auf jede Kritik ein und würden jetzt auch niemals sagen, dass sich jemand nervt. Also das gehört sich auch nicht und wir wollen natürlich immer das Beste draus machen und Kritik ernst nehmen und einfach schauen, dass wir jeden so glücklich machen wie möglich, hier auf Gute Frage. Der Nutzer Fliegengewicht6 fragt, kann sich ein Community Manager und ein Supporter den Namen aussuchen, wenn er oder sie anfängt? Wenn nein, wer denkt sich die Namen aus und sind die Gute Frage Namen eure echten Namen? Sowohl Community-Managern als auch Supportern ist es frei überlassen, mit welchem Namen sie auf der Plattform auftreten. Diesbezüglich gibt es also keine Vorgaben von Gute Frage. In der Regel ist es aber so, dass die meisten nicht ihren realen Namen auf der Plattform verwenden,
unter anderem aus Privatsphäregründen. Wir hatten aber auch schon Mitarbeiter, die mit ihrem richtigen Namen aufgetreten sind auf unserer Plattform. Und was auch ganz witzig ist, wir hatten einen Mitarbeiter, der sogar sein Kind nach seinem Supportnamen benannt hat. Bei allen Fragen, die wir erhalten haben, waren auch sehr teilweise sehr kreative Fragen mit dabei. Eine hat mir besonders gut gefallen, deswegen habe ich mir die an dieser Stelle rausgesucht, auch wenn ich mir nicht sicher bin, was der Nutzer damit eigentlich implementieren wollte. Die Frage lautet, was letzte Preis? Ich habe da mal was vorbereitet. Vielen, vielen Dank für die zahlreichen Fragen, die ihr uns gestellt habt. Die haben es leider alle nicht das erste Video geschafft, aber wir planen auf jeden Fall ein zweites. Bis dahin lesen wir uns sicher mal auf Gute Frage. Macht es gut! Euer Community Management Team von Gute Frage. Wenn euch das Format gefallen hat und ihr in Zukunft mehr sehen möchtet, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen und gebt uns einen Daumen hoch.